Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin Markus Feld. Ihr seht richtig, ich bin's wirklich. Ich bin wieder da. Warum ich so lange weg war, was ich in der Pause alles gemacht habe und was in nächster Zeit hier auf diesem Kanal jetzt passiert, was euch quasi erwartet, erfahrt ihr nach dem Intro. Also bleibt einfach dran. So, warum habe ich also Pause gemacht? Im Grunde genommen habe ich meine Frau bei ihrer Meisterprüfung unterstützt und zwar indem ich einfach nicht jeden Tag hier irgendwelche Videos gedreht habe, nicht jeden Tag hier geshootet habe und somit halt meine ganze Arbeit alles ein bisschen reduziert habe, nach draußen verlagert habe, wo ich dann keinerlei Unterstützung hatte für Video, dass jemand damit aufnehmen konnte und so. Ich konnte halt einfach keinen Content quasi für Video produzieren, ohne dass ich für mich Gefahr lief, dass ich meine Frau irgendwie in ihrer Konzentration, in ihrer Lernphase behindere. Und das wollte ich einfach nicht, weil so ein Meister kostet halt auch ein bisschen Geld. Und naja, ich habe jetzt auch keinen Esel im Keller, also kennt ihr selber. Aber es soll jetzt weitergehen. Ich habe zum Beispiel mich weiter reingearbeitet in Videoschnitt. Habe da auch einen Wechsel vorführt. Ich bin von Premiere Pro jetzt auf Final Cut X umgestiegen, habe mein erstes Carporn gemacht. Ich verlinke euch das mal. Da oben ist es, glaube ich, gewesen. Habe ich für einen Bekannten gemacht. Dieses Carporn habe ich zum Beispiel komplett mit diesem kleinen Schätzchen hier gedreht. Das ist die DJI Osmo Pocket. Dazu wird definitiv auch ein Video demnächst kommen. Glaube ich, schon für nächste Woche wird ein Must-Have an Zubehör. Da gibt es ein paar Sachen, die man definitiv haben sollte, um mit diesem kleinen süßen Teil wirklich annähernd Profi-Qualität abzuliefern. Ich will es nicht mehr missen. Es ist einfach so mega. Du hast dieses kleine Teil in der Tasche, zack, ist innerhalb von einer Sekunde gestartet. Hier, ich zeige es einmal so, zack, zack, das war schon, bumm. Jetzt könnt ihr auf Aufnahme drücken. Und sie nimmt auf und das ist halt wirklich mega, mega cool. Ich werde dazu, wie gesagt, ein ausführliches Review wahrscheinlich nächste Woche machen, inklusive so die 5 Must-Have-Sachen, die man sich dazu holen sollte. Dann habe ich das Studio ein bisschen geupdatet oder erweitert von der Lichttechnik her, wie man da im Hintergrund sieht. Ich habe jetzt bei mir in meinem Home-Studio, bin ich umgestiegen komplett auf Godox. Das sind jetzt die SK400, dazu wird es dann auch ein kleines Review geben. Vor- und Nachteile. Kleiner Spoiler, Nachteil, sie sind in der Recycle-Time manchmal zu langsam. Aber wie gesagt, dazu später auch mehr. Und es wird eine neue Serie geben über Photoshop. Ich habe gerade über Instagram viele Zuschriften bekommen, dass ich ja, wenn ich Photoshop gemacht habe, meistens irgendwelche Speed-Retouchings, ohne großartig auf Techniken einzugehen. Das werde ich ein bisschen ändern. Ich werde ein paar Techniken erklären. Ich habe mehrere Retouching-Toolkits ausprobiert und getestet und auch öfters benutzt und muss auch sagen, ja, sie erleichtern einem ganz oft die Arbeit, aber ich weiß nicht, ob man immer so viel Geld dafür ausgeben muss. Ja, es lohnt sich, das Geld in die Hand zu nehmen, wenn man sich jetzt nicht unbedingt so mit Photoshop befassen möchte. Empfehlungen kann ich da gar nicht so wirklich geben, weil ich kenne jetzt 3 Toolkits und ich finde sie alle 3 gut. Jedes hat seine Vor- und Nachteile, wobei, nee, einen Nachteil habe ich, glaube ich, so gar nicht bei irgendeinem feststellen können. Ich würde sagen, jedes macht seinen Job auf eine andere Weise, aber alle wirklich gut. Und ich bin aber der Meinung, wir können uns sowas selber bauen. Also ich weiß, es geht, sowas relativ simpel als Aktion in Photoshop selber zu bauen. Ich hatte damit schon mal angefangen und dieses möchte ich nun komplett fortführen. Das heißt, es wird dann immer in unterschiedlichen Abständen ein Video kommen, wo wir einen Teil von einem Retouching-Toolkit nachbauen als Aktion. Und die letzte Sache, die ich noch ansprechen wollte, ist, ich werde es nicht mehr als Daily Vlog drehen, sondern eher so als Weekly. Das heißt, dass jede Woche ein Video kommt, immer mit irgendwas anderem.
mal vielleicht ein Teil Shooting, wo ich dann Teil Photoshop mit dran arbeite oder halt auch Video, wo ein Teil, wie ich Video schneide, rankomme. Um jetzt Tutorials zu geben in Final Cut Pro, bin ich nicht so weit. Sage ich ganz ehrlich, weil da gucke ich auch immer noch hier und da YouTube-Tutorials, wie was genau funktioniert, obwohl auch vieles wirklich selbsterklärend ist. Aber als Umstieg von Premiere Pro muss man halt wirklich, man muss sagen, es ist ein Umstieg, weil viele Sachen anders sind, obwohl sie einfacher und selbsterklärend irgendwie sind. Aber man hat halt vorher durch Adobe so dieses etwas verkompliziertere im Kopf die ganze Zeit. Und naja, wer Apple kennt, der weiß, muss man nicht haben. Gerade bei denen ihrem Programm, da ist einfach der simpelste Weg immer die schnellste Lösung so ungefähr. Ja, das war es jetzt schon von mir. Ich hoffe, ihr bleibt mir weiter treu. Lasst ein Abo da, kennt ihr auf den roten Button und wir sehen uns nächste Woche mit diesem kleinen Teil wieder. Vielen Dank und wir sehen uns.